ein Lost Place und gleichzeitig der Drehort für den Film Das Weiße Band. Drehort, Filmkulisse, Set zum Weißen Band. Johannstorf bei Dassow. Ja, diese Szene kennt man hier, diese Zufahrt aus dem Film Das Weiße Band. Original Schauplatz. Das Schloss Johannstorf war einst das Herrenhaus der gleichnamigen Gutsanlage. Es befindet sich im Landkreis Nordwestmecklenburg zwischen Travemünde und der Kleinstadt Dassow. Das sanierungsbedürftige barocke Bau steht seit mehreren Jahren leer und ist nicht mehr öffentlich zugänglich. Ja, ein absolutes tolles Lost Place oder ein absoluter toller Lost Place, in welchem der Film Das Weiße Band gedreht worden ist. Ja, und wir schauen uns diesen Ort mal etwas näher an, schauen mal, wo wir überall rein können, was wir uns genauer anschauen können. Und ich erzähle euch ein bisschen was darüber. Denn dieses Schloss, dieses Wasserschloss hat ja eine tolle Geschichte hinter sich, denn das Gut befand sich ursprünglich im Besitz der dort seit dem 16. Jahrhundert erbgesessenen Familie Buchwald. Seit der Heimat der Erbjungfer Margarete und Buchwald mit Klaus Schack führten die Besitzer den Namen Schack von Buchwald. 1782 ging dann der Besitz an die Familie Eckermann über, die hier über mehrere Generationen bis 1945 ansässig waren. Ja, und nach der Enteignung des Gutsbesitzes in der Nachkriegszeit und unter der Regierung der DDR diente das Schloss als Wohnhaus für private Zwecke. 1992 erfolgte ein Verkauf durch die damals noch selbstständige Gemeinde Pötenitz für 331.000 D-Mark an den Investor Kühl Peter Gädecke. Ja, die Anlage, ähnlich dem ihm bereits gehörenden Gut Wotersen in Schleswig-Holstein, entwickeln wollte. Aber wegen der Eigentumsverhältnisse sollte er die Anlage in zwei Teilen erwerben. Das Schloss und einen Teil des Parks von der Gemeinde Pötenitz, Hof und Ställe wiederum von der bundeseigenen Bodenverwertungs- und Verwaltungs GmbH. Ja, trotzdem fand die erwartete Sanierung nicht statt und das Gebäude verfiel in den folgenden Jahren zustehends. Der Käufer begründete dies mit Auseinandersetzungen mit benachbarten Grundstückseigentümern, der notwendige Zuerwerb von benötigten Hofflächen im unmittelbaren Umgang des Schlosses. Ja, und 2008 diente dann das Schloss und das Hofgelände als Kulisse für die Dreharbeiten des Films Das Weiße Band. Ja, eine deutsche Kindergeschichte vom Regisseur Michael Haneke. Nach über 10 Jahren des Leerstands prüfte die Stadt Dassow als Rechtsnachfolgerin der Gemeinde Pötenitz seit 2007 die Möglichkeit der Rückabwicklung des Kaufvertrages. Ja, nachdem ein neuer Interessent ein Konzept für die Anlage vorgelegt hatte. Der Eigentümer verweigerte in einem Mediationsgespräch allerdings den Rückkauf. Mai 2011 reichte die Stadt Dassow schließlich beim Landgericht Schwerin Klage gegen den Eigentümer ein und machte dabei eine Vertragsklausel geltend, die für den Fall, dass der Käufer seinen vertraglichen Verpflichtungen zu Investitionen von 1,3 Millionen Euro in den ersten 5 Jahren nicht nachkommen sollte, 30 Jahre lang eine Rückübertragung ermöglichte. Mit Urteil am 22. Dezember 2011 gab das Gericht der Klage statt und entschied, dass der Eigentümer das Anwesen für 108.000 an die Stadt Dassow zurückgeben muss. Der Beklagte legte gegen das Urteil Berufung beim Oberlandesgericht Rostock ein.
Wie vom Oberlandesgericht 2013 mitgeteilt, erfolgte ein Vergleich beider Parteien. Das Schloss bleibt im Besitz von Kurt Peter Gädecke. Dieser verpflichtet sich bis zum Jahr 2018 sowohl am Schloss als auch am Nebengebäude umfangreiche Sanierungsarbeiten vorzunehmen. Bis 2020 hatte das Herrenhaus ein neues Dach erhalten und die Fassade war weitgehend instand gesetzt. Ansonsten geschah nichts. Die Hofgebäude und das Torhaus verfielen und verfallen weiter. Das Schloss steht am Ende eines wesentlich gerichteten Wirtschaftshof oberhalb des Dassower Sees auf einer nahezu quadratischen Hofinsel, deren Gräben durch mangelnde Pflege in den letzten Jahrzehnten zunehmend versumpften. Also ihr habt es ja gesehen, die Anlage ist in ihrem Aufbau vermutlich durch das nicht weit entfernte Schloss Bodner inspiriert, wenngleich hier in einer wenigen aufwendigen Variante lediglich das Herrenhaus vom Wasser umgeben ist und auf die pavillonartigen Flügelbauten verzichtet wurde. Der Hof selbst wird durch die Nebengebäude der einstigen Gutsanlage bebildert, die aus Scheunen und Stallungen sowie einem vorgelagerten Torhaus besteht. Das Wirtschaftsgebäude, das Torhaus und der Hof sind ebenso wie das Schloss in einem ruinösen Zustand, wie ihr sehen könnt. Östlich des Herrenhauses schließt sich eine verwilderte Gartenanlage an, wie ihr gesehen habt, in deren Grundzügen noch die Reste des einstmal barocken Gartens zu erkennen sind. Naja, zumindest noch ein bisschen. Der Dachreiter des Torhauses wurde im Zweiten Weltkrieg beschädigt. Von den Flüchtlingsfamilien, die im Schloss nach dem Krieg Zuflucht gefunden hatte, wurde das Gerüst des Dachreiters abgebaut und ohne Ziegel in den größten Eingangshalle wieder aufgebaut, verwahrt. Er wurde 1992 noch in diesem Zustand gezeigt. Ja, ich finde das wirklich sehr, sehr schade, dass man so ein Gebäude so verfallen lässt. Es wird ja absolut nicht besser über die Jahre und das muss doch einfach nicht sein. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu, weil ich finde, es ist ein tolles Ambiente und man könnte hier draus wirklich was machen. Warum muss man das verfallen lassen, wenn man selbst nichts daraus macht?